Guten Tag, Freunde des Computerspielens, zum nächsten Commentary. Jawohl, das dritte Commentary hier am Start. Ich spiele natürlich wieder National Soldier. Neues Outfit. Ich habe einfach auf den Random Button geklickt, muss ich ehrlich sein. Gar nichts geändert, genau so kam es raus. Spielen hier PPD, Perilous Port Day. Habe ich gerade vor einer halben Stunde erspielt und ich fand ein paar lustige Kills von dabei und ein ganz nettes Gameplay. Zum Beispiel das hier ist lustig. Guckt es euch an. Boop. Tot ist er. Ja, genau. Aber es soll nicht so groß ums Gameplay gehen, denn vielleicht sage ich nochmal kurz, wenn ich irgendwelche Sachen cool finde oder so, aber das könnt ihr euch halt im Hintergrund angucken und ich weiß auch gar nicht, die Endscores und so. Das könnt ihr euch selber angucken. Will ich euch auch nicht vorspoilern. Genau. Ich spiele natürlich wieder ganz normale Kombi-Brecher. Mit der Shotgun, also Shotgun-Pistole und AK. Und Abilities auch wie immer. Hier 5. Blast 5 und den Rest auf 2. Also Nate und Burning und Six Sense. Genau. Das war jetzt halt kurz zum Gameplay. Ich wollte jetzt aber auch ein bisschen nochmal sozusagen meinen Kanal und mich vorstellen, weil das habe ich jetzt noch gar nicht so richtig gemacht. Ich habe zwar so ein kleines Willkommen-Ding gemacht, aber an alle, die vielleicht nicht von NB-Channel rübergekommen sind, die kennen mich ja nicht. Ist mir so irgendwie eingefallen. Und deswegen musste ich das natürlich nochmal machen. Ich heiße halt Max, Nachnamen Piep, also ja, ist klar. Bin 16 und wohne in Langhagen, ist in der Nähe von Hannover. Bin aufs Gymnasium gegangen, 11. Klasse. Hab jetzt aber eine... Oh, guck mal da, wie geil ich escape. Bin jetzt aber ein bisschen krank und hab deswegen erstmal Schule abgebrochen, ja. Wissen viele gar nicht und ja, auf die Krankheit will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen, das ist Privatsache und jetzt muss ich erstmal wieder gesund werden, das wird noch ein bisschen dauern und dann gucke ich weiter, entweder ich wechsle auf die GS in die 12. Klasse, da kann ich wieder anfangen, das ist das gleiche wie Gymnasium 11. Klasse, weil dann, da sind halt auch die, habe ich auch Freunde, die sind genau nebeneinander, die Schulen bei uns und da habe ich halt auch Freunde drauf, mal gucken, ob ich so mache oder... Ich habe schon erweitert Realschulabschluss mit 10. Klasse Gymnasium. Vielleicht mache ich auch ein, weiß nicht, irgendeine Ausbildung. Also da mache ich mir jetzt aber noch nicht den Kopf drum, weil das, erstmal muss ich gesund werden, das ist wichtiger. Und dazu wollte ich nochmal sagen, ne, ich finde es so cool, ihr seid, also meine Community, die ich jetzt mir jetzt aufgebaut habe, ich finde die einfach wirklich so richtig geil. Ohne Witz, Leute, danke. Es ist von NB so rübergekommen, sind halt nur die, die mich auch wirklich mögen. Das finde ich halt das eine Coole, das heißt, guck mal, nice, oder? So viele Crits. Das heißt halt, alle Leute, weiß nicht, sind jetzt auf mich, also sind hier wegen mir und es gibt nicht so viele Hater, es gibt wohl schon ein, zwei Hater, die sofort disliken, wenn das Video kommt. Gestern, ich um 0.05 Uhr rank ich ein Video, was 13 Minuten lang ist, 2 Minuten später schon ein Dislike, aber was soll man machen, das sind diese kleinen Hater, die... Vielleicht mache ich da mal auch ein Video drüber, ich verstehe diese Leute nicht. Aber wenn es ihnen Spaß macht, können sie gerne meine Videos disliken. Und wenn ich aber dann halt immer diese sehe, wie positiv die Videos bewertet werden, zum Beispiel das letzte Commentary hatte, glaube ich, 42 Daumen nach oben. Sowas ist einfach wirklich unglaublich schön für mich. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber weiß nicht, das zeigt mir halt einfach, dass ihr das Video gemocht habt, dass, weiß nicht, vielleicht so wie ich es kommentiert habe, dass das Video gut war, dass... ihr halt das gut findet und das motiviert natürlich wirklich unglaublich, weiter Videos zu machen. Ja, denke ich jetzt Water, das tut mir leid. Ich weiß nicht, der war irgendwie AFK, aber wollte ich mir nicht entgehen lassen. Also es motiviert mich unglaublich, weil, ich weiß nicht, dann merkt man halt, dass die Leute, denen das gefällt und deswegen, ich will jetzt nicht irgendwie nach Likes oder favorisieren, nein, das braucht ihr eh nicht, das ist mir egal. Weil ich will, daran will ich jetzt nicht geiern, aber wenn ihr mir halt eine Freude machen wollt, könnt ihr gerne auf den Like-Button drücken, weil das ist, weiß nicht, ich habe jetzt auch gar keine Lust darüber weiterzureden. Also ist auf jeden Fall, freue ich mich immer sehr, sehr, sehr darüber. Genau, jetzt habe ich glaube ich schon zu mir das meiste gesagt. Ja, also ich werde einfach so weitermachen wie bisher, also es wird jetzt sich nichts ändern. Ich bin schon länger ein bisschen krank und da will ich jetzt aber auch wirklich nicht drauf eingehen, weil das ist halt mein Leben und... Braucht ihr auch gar nicht jetzt in den Kommentaren fragen oder so, da werde ich nicht drauf antworten. Gut. Dann. Achso, genau. Dann gibt es viele Kommentare, die irgendwelche Fragen sind. Da kann ich jetzt einfach mal generell ein bisschen was,
dazu sagen, also ich nehme mit FUAPS auf. Meine Stimme nehme ich, wenn ich nachkommentiere, mit Audacity auf. Und ich glaube, ab jetzt versuche ich auch immer normal mit Audacity aufzunehmen, weil es hat man eine Tonspur ist einfach cooler. Dann mit Rendern tue ich mit Sony Vegas. Ich glaube, es ist 11 Pro oder so. Ich weiß gar nicht genau, tut mir leid. Halt so ein Render-Programm, da kann man auch coole Videos und Montages machen, theoretisch, aber ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus. Ich ziehe die scheiß Videos rein, mache vielleicht ab und zu einen Übergang rein und render den Kack. Aber vielleicht befasse ich mich da mal ein bisschen und mache vielleicht mal eine Montage, wenn ihr wollt, weiß nicht, vielleicht als Abonnenten-Special oder so. Warte da. Da guck mal, wie ich verwacke, ey, aber ich krieg ihn noch. Und jetzt Blindfire, oder? Jawohl, das weiß ich noch, das war cool. Genau. Dann an die Leute, die es nicht wissen, ich habe meine Heroes auf drei Accounts verteilt. Auf einen Mando-Account, Soldier-Account und Gunner-Account. Auf jedem Account sind halt zwei 30er, also insgesamt habe ich sechs 30er. Und ja, weiß nicht, ich add nur höchstens mit Agent Black welche, weil nur mit dem Zeug. Ich spiele im Moment nur mit Agent Black, weil mit dem bin ich halt schon hohen Rang und mit dem macht es mir einfach so richtig Spaß zu spielen und mit dem habe ich am meisten Stuff und mit dem will ich einfach weiterzocken. Es geht mir gar nicht so um Rang, aber es macht einfach Spaß und deswegen zocke ich weiter mit dem. Deswegen, wenn ihr mich in-game trefft, adde ich euch sonst eher nicht, weil das wird echt zu viel. Ich kann nicht jeden adden, tut mir leid. Ich werde das jetzt auch nur noch darauf reduzieren, nur in-game Leute, die fragen. Ihr müsst halt dann irgendwie irgendwas sagen und dann adde ich euch. Genau. So. Mal gucken, wie lange ich jetzt schon habe. Jo. Okay. Das war's jetzt soweit. Wenn ihr aussehen wollt. Wissen wirklich aussehen? Nee, weiß nicht. Vielleicht als auch als Abonnenten-Special zur Not. Könnt ihr. Ich weiß nicht, ob ich mal eine Facebook-Fanpage machen soll, weil das habe ich bei NB gemacht. Da verpassen die Abonnenten halt keine Videos mehr, weil man die da posten kann und egal, ob YouTube verpackt ist oder nicht, mit die sehen. Und dann würde ich da halt auch immer so Posts machen und so. Eigentlich ist das ganz cool. Oder zum Beispiel Redeem Codes, wenn es gerade wieder coole Redeem Codes gibt, ist der nächste Blast Kit. Das ist echt cool. Das ist crazy, diese Runde hier. Schreibt mir bitte in die Kommentare, weil ich glaube, das würde ich machen. Dann will ich auch irgendein Foto von mir da als Dings nehmen. Der nächste Blast Kit, das war, weiß nicht, irgendwie ein lustiges Game. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich loswerden wollte. War jetzt nur ein kurzes Video. Ich würde sagen, da haben wir. Wir haben verloren, weil irgendwelche Dullis. Bestimmt dieser Schnurre hat bestimmt die ganze Zeit gecapped, dieser dumme Mano. Egal. Ich habe 26. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht. Kann ja irgendjemand nachsehen und in die Kommentare schreiben. Hatte viele Punkte dafür, dass ich nur siebte Minute reingekommen bin. Ich fand es ein ziemlich lustiges Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich hoffe, ich konnte halt ein paar Fragen von euch schon sozusagen im Vorhinein beantworten, damit ich die nicht immer einzeln beantworten muss, dann kann ich einfach immer auf dieses Video verweisen. Hoffe, es hat euch gefallen. Zockt schön, bis zum nächsten Mal. Was ich natürlich noch vergessen habe, also ein Headset. Oh je. Jetzt habe ich es. Natürlich habe ich nicht nachgeguckt. Warte, ich nehme es kurz ab. Keine Ahnung, also irgend so ein Sennheiser-Ding. Ich denke mal, ich weiß noch irgendwie PC 51, 50, 150, 51, keine Ahnung, irgendwie sowas. Relativ. Weiß nicht, hat 50 Euro damit gekostet. Irgend so eine Hammer-Tastatur, die so eine orange, nicht so aufwendig. So ein. Also jetzt erzähle ich natürlich euch gerade über was Headset, Tastatur, Maus, es heißt Fireglider, ist nicht teuer, sieht cool aus und liegt bei mir perfekt in der Hand, deswegen habe ich es genommen. Das werde ich jetzt einfach nochmal hinten ans Video. Tut mir leid, ich habe es einfach verpeilt. Dann, wie heißt denn das? Mauspad oder so, habe ich so eine coole Katze. Egal, ist auch nicht so groß. Dann, das wird euch vielleicht interessieren. Also ich habe zwei Bildschirme. Einen von Acer, einen von HP. Weiß nicht, der HP ist besser, der ist irgendwie 26 oder 25 Zoll, der Acer ist nur 24 Zoll oder 23, keine Ahnung genau. Da zocke ich halt auf einem, zocke ich dann immer auf nicht Vollbitmodus, sondern das andere Fenstermodus und auf dem anderen habe ich dann halt die Sachen TS, Firefox, Skype und so. Kann ich halt immer rumswitchen und ich kann eh nur Fenstermodus spielen. Genau, ich spiele Fenstermodus. DPI weiß ich nicht und ja, tut mir leid. PC ist jetzt auch schon 5, nee, 3 Jahre, 4 Jahre alt. Brauche auch mal bald 9. 5 Kerner, 8 GB RAM. 1 TB Speicher. Rest habe ich vergessen, tut mir leid. GeForce 9800 Grafikkarte, das weiß ich noch. Ist ziemlich alt, aber bis jetzt klappt es noch. Ich glaube, irgendwann hole ich mir mal einen neuen PC, weiß nicht. So, das waren jetzt eigentlich alle Sachen, die ich.
euch vielleicht interessieren könnten. Wenn ich meinen Desktop-Filme nehme, ich Camtasia, habe ich vielleicht auch noch vergessen. Okay. So Leute, das war's jetzt, denke ich mal wirklich. Hoffe, ich konnte, ja, habe ich eben auch schon gesagt, aber konnte halt die Fragen beantworten. Zockt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao.